Wow. Warum nicht gleich da lang? Portale waren im ersten Teil ganz toll und gleich relativ zum Anfang des Spiels. Okay, relativ zum Anfang ist hart gelogen, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wann das wirklich vorkam. Aber sie existierten. Die Viecher gibt's auch wieder. Die waren cool. Die Viecher gab's nicht. Die sind aber auch cool. Gut. Ich wollte eigentlich nur gucken, was da oben ist, aber ich habe das Gefühl, da kommt man gar nicht ran. Und das da sind Landminen. Nennen wir es Landminen. Bratpfanne? Hilfst du mir? Nein, Bratpfanne hilft mir nicht. Allerdings weiß ich, glaube ich, einen Weg, wie ich da rankomme. Eventuell weiß ich keinen Weg, wie ich da rankomme. Ja, reicht von der Zeit nicht, bis ich mich wieder bewegen kann. Okay, die kann man nicht vorher aktivieren. Die explodieren und dann sind die tot. Die meisten Sachen, die explodieren, sind tot. Ich bedarf einem... Ich wollte gerade sagen, ich bräuchte einen sehr hohen Sprung, wenn ich in die Portale reingehen will. Halte LT gedrückt, um sie auf blablabla und benutze sie in jede beliebige Richtung zu starten. What? Oh, just launch yourself. Klar, warum braucht man auch Gegner, wenn man es einfach selber machen kann? I'm just gonna hit myself. Because I can. Fuck you, game. Das ist übrigens nicht mal eine Ability, also die gibt's for free. Gut, wenn man durchs Portal ist, kann man es nochmal verwenden. Alles klar. Wichtige Information meinerseits. Fick dich. Ja, du, fick dich. Moment, was? Ach, das gehört noch mit zum stillen Wald. Ich war gerade verwirrt. Hä? Neues Gebiet? 98%? Ich habe den Namen nicht vom Gebiet gelesen. Alles okay. Prost, Jen. Ah. Jetzt ist übrigens der Zeitpunkt, wo ich ganz gerne meine Kletterfähigkeit wieder hätte. Nice, nice. Wo führt das Portal hin? Ach so, in den versteckten Bereich, alles klar. Apparently gibt es ja keinen wirklichen Bereich mehr, wo ich mich hin teleportieren kann. Also keinen offiziellen, deshalb gehe ich einfach mal dahin. Leute, habe ich noch genug Stuff? No. Also, vielleicht habe ich genug Stuff. Ich habe nichts mehr, was ich bauen könnte.
Ach nee, das war nicht bei dir, das war bei... Ne? Bei Dingens. Bei dir. Beim Opfer. Explosiver Stachel. Was ist besser als eine, naja, fast schon Railgun-artige Attacke? Eine Railgun-artige Attacke, die explodiert. Don't believe me? Fight me. Explodierende Railguns. Hate it or love it? I love it. Like Michael Bay? Kinda, yeah. Wo ist denn hier? Da. Ich kann das am Brunnen direkt nicht verwenden. Why ever? Du hast einen miesen. Wenn du jetzt einen Witz bringst, dann verkneifst du bitte. I want to enjoy the game and not to fucking cringe myself. Warum gibt es Fahrstühle, wenn man einfach hochlaufen kann? Weil der Fahrstuhl den Weg blockiert. Die Leute. Es macht gar nichts. Cool. Wir haben jetzt so ein cooles Leuchtellicht hinter uns die ganze Zeit. Oh, okay, du drückst mich also auch noch weg. Cool. Ich wusste nicht, dass du die unendlichen Fähigkeiten der Physik mit dir bringst. Oh, das ist keine Dekoration. Lecker Säure? Cool. Das Lichtelwesen-Ding muss aber auch immer angeben, was es Tolles kann. Gibt's ja auch noch. Das Ende der Weide. Looks good to me.
Das ist ein Tumor. Glaube ich. Kann ich auf dir stehen? Ja. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich dauerhaft drauf stehen kann oder nur temporär. Oh, du bist so ein Gegner. Kann ich dich wieder besiegen? Genau wie im letzten Teil. Ist aber auch egal. Ich will dich eigentlich erstmal missbrauchen als Hochlaufding. Nein, was machst du denn hier? Hier sind wir nun, unter den Wurzeln der großen Weide, die diesem Land einst Leben schenkte. Ich wusste es einfach nicht, Ori. Ich habe nicht erkannt, dass der Verfall bis ins Herz von Nero vorgedrungen ist. War. Aber im Angesicht dieses Übels hat sich Tok zurecht gesorgt. Für gewöhnlich lasse ich meine Dienste vergüten, aber in Angetracht der Umstände geht das aufs Haus. Dankeschön. Okay, dankeschön. Ich wollte nur wissen, ob ich hier noch überlebe, aber nein, okay. That looks like fun. Alles klar. Ich sehe schon, wir werden hier sehr viel mit Kuli auf dem Bildschirm rumkritzeln müssen, um herauszufinden, wo wir hin sollen. Prost, Jane. Will ich erst nach unten? Also quasi nach da? Oder erst nach da? Wir machen mal von unten nach oben. Stimmt, meine Frage. Gut. Hat es lange gedauert. Ja, das war meine Frage, ob ich die Dinger besiegen kann. I can. I am now happy. Cool. Wenn ich mit zu viel Wucht da reinfliege, komme ich direkt wieder unten raus. Dann schauen wir doch mal, was es hier so Schönes auf der linken Seite gibt. Ist das eigentlich Wasser oder ist das keine Ahnung? Ha. Okay. Oder ist das Harz oder sowas ähnliches? Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, dass es mich umbringt. Gut. Ist es was wie Lava? Die Analyse kommt mir bekannt vor, als hätte ich die gestellt. Ach man, ich hab meinen Grappling-Hook dran gesetzt, falls das gesehen hat, aber das hat nicht gereicht. Ich warte lieber eine Umdrehung mehr, habe ich das Gefühl. Das wird so nichts mit dem Schnell. Wir nehmen uns lieber Zeit und drehen extra Runden. Sagte ich. Gut, ich hätte gedacht, dass ich das schaffe, habe ich nicht.
Ich könnte auch da lang gehen. Dieses Launchen ist stärker als ich dachte. Das macht uns ungefähr 7,5 Damage. Ich kann mich auf dem Ball nicht bewegen. Das heißt, ich bin... Wenn meine Launch Position an einem ungünstigen Zeitpunkt ist, habe ich halt richtig verloren. Also ich kann mich, während ich drehe, nicht bewegen. Wenn ich halt... Wenn meine Launch Position halt scheiße ist, dann hänge ich halt quasi fest. Die Bock. Gut, ich habe nicht gedacht, dass ich es schaffe. Deshalb habe ich einen Double Jump machen wollen. Hat ja irgendwie nicht so gut funktioniert. Okay. That never happened before. Okay, da will ich hin. Instructions waren unclear, wo ich hin will. Okay. Das kommt mir sehr bekannt vor, als wäre das wirklich wie, wie in Ori 1 mit dem Vulkan, wo man die einzelnen Sachen machen musste. Und jetzt hat wahrscheinlich so ein bisschen was vom Weg blockiert, dass man hier weiterkommen kann. Das und wir reißen Baum ein. Genau, das Ding steht da jetzt, aber... Nee, es reicht noch nicht, dass ich da durch kann. Also das war mein eigentliches... Mein eigentlicher Plan, dass ich dann da quasi so durch kann. Noch nicht. Aber die Idee ist gut. Wir brauchen quasi noch einen zweiten Stein. Gut gemacht. Genau, jetzt haben wir also das unten. Genau, da kommen wir nicht hin, weil da ist zu. Da waren wir jetzt überall. Also gehen wir jetzt mal nach rechts. Kann ich mich in der Mitte festhalten? Ja. Okay. Ich wollte nur wissen, ob das Pflanzen sind oder Gegner. Es ist Deko. Das sind Minen, die kann man übrigens nicht mit anderen Waffen entschärfen, das haben wir bereits herausgefunden. Oh, warte. Du bist, was ich suche. Dann werde ich mich erst heilen. Dann gucken wir mal, wie das hier mit... Michael Bay ist. Wie das hier mit Michael Bay ist. Michael Bay! Apparently ist das Ding komplett immun gegen Michael Bay. Der nicht so gut funktioniert mit Michael Bay. Eventuell habe ich vergessen, dass ich eher die Fähigkeit hier brauche. Okay, jetzt kann ich das da aufmachen, aber. Ah, okay, das war noch gar nicht das, was ich besiegen sollte. Gut gemacht, Ori.
Dich habe ich gesucht. Ich weiß nicht, ob das da unser Endgegner ist oder einfach nur wirklich ein Tumor auf dem Baum. To be honest, could be both. Jetzt will ich quasi nach oben in diesen kleinen Raum da rein. Okay. Okay. Meines Erachtens habe ich keines dieser beiden Sachen berührt, aber okay. Ich bin ja nur der Spieler. Was ich sage, ist ja eher so eine Empfehlung. Erz. Wir kriegen zwar noch Erze, das Problem ist, wir haben keine weiteren Bauprojekte. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Bis dahin, Aku, ich habe mal eine Frage an dich. Gibt es in diesem Spiel einen Point of No Return, also wie in Ori 1, dass quasi du das Spiel nicht weiter beenden kannst? Oder hast du jederzeit die Möglichkeit, nochmal zurückzukommen und die restlichen Quests abzuarbeiten? Wäre toll, wenn du die Frage beantworten könntest. Danke. Ich glaube, Aku ist gerade in einem LOL-Game. Da oben rechts nicht noch ein Portal? Ja. Hast du absolut recht. Ich habe übrigens, wenn ich diesen Jump verwende, einen kurzen Moment Zeit, in dem ich mich orientieren kann. Ich sollte dies verwenden, weil... Naja, Controller ist dann doch nicht so präzise wie eine Maus. Zumindest nicht für mich. Nun, eventuell ist da kein Portal. Nein. Aber ja, hast recht, Jaden. Für mich sah es auch so aus, als wäre eins gewesen. Gehen wir jetzt hier durch, bis erstmal wieder bis zum Ding. Was würde ich sagen, wir gehen einfach gleich zu dem hier hoch, oder? Geile Ability. Wait. Habe ich dem Gegner gerade mit, also diesem Teil da, mit mir Schaden gemacht? That would be cool. Spieler. Gegner, fühle dich gemobbt. Danke, Gataku. Prost. Ich finde es immer toll, wenn der Chat darauf aufpasst, dass ich genügend Hydration habe.
Ich habe genau sowas schon befürchtet, als ich den Gegner gesehen habe. Oh, ihr seid zufällig, ob ihr Laser seid oder Projectiles. Ich habe eine Frage. Ja. Aber guckt mal, was wir machen können. Wir können einfach die ganze Zeit nach unten Projectiles spammen und da die sich nicht bewegen, sterben die einfach. Nice. Der Verfall trotzt uns, Ori. Der Weg zur Geisterweide ist uns versperrt. Verdorbene Herzen wurden deiner Karte hinzugefügt. Ich sehe Rankenherze, keine verdorbenen Herzen, aber okay. Wir gehen erstmal nach rechts. Nee, ja, nee, nee. Jane, outcallen ist ja, wenn jemand, der lurkt, von jemand anderem outcalled wird. Wenn die das selber machen, ist es ja kein Outcall mehr. Don't misunderstand this. Danke, das war knapp. Hello there. Nice. Gleich passiert irgendwas. Okay, die Lilinen sind Laser. Noch viel wichtiger. Die Ori hat gerade den Move zur Seite gemacht, anstatt nach unten auf das Ding. Die Lilinen sind immer Laser. Wir werden einfach gar nicht mehr diese Ability einsetzen. Dann kann sie es auch nicht töten. Brilliant move, I know. So, das war jetzt eigentlich die linke, rechte obere Seite. Okay, dann habe ich hier eventuell eins übersprungen. Rechts halten. Ich hasse diese Minen. Ich werde da hundertprozentig noch ein paar Mal gegenlaufen. Jo. Ungefähr sowas habe ich mir gedacht. Da ist ein Portal. Dachte ich. Es ist einfach nur sehr viel blau. Da war ein Portal. Es war nur noch nicht auf. Ich wusste es. You have been granted dead. You think portal? Me too. Okay. Es ist relativ klar, was zu tun ist. Sonst würde der Gegner nicht so schnell respawnen. Er driftet ab.
Jetzt ist er perfekt nach unten. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wollt ihr meine Idee wissen? Sie heißt Digitalstick. Und funktioniert nicht.